Matze, moin, herzlich willkommen auf unserem Zweitkanal. Und zwar, wie ihr wisst, haben wir immer noch unser Golf 2 Projekt. Und zwar geht es heute, wie ihr seht, hinteren Kotflügel, komplett beide Seiten. Wir schauen mal, ja, hier und da, wurde natürlich schon was gemacht, muss auch noch gemacht werden. So, hier haben wir sie liegen, die beiden neuen Seiten. Einmal links, einmal rechts, Radläufe. Müssen natürlich auch noch ein bisschen rantasten, wie wir das am besten angehen. Soweit sieht das erstmal alles ganz schön passend aus. Wir müssen mal schauen. Wir werden, wollen uns diesmal ein wenig mit dem Zinnen beschäftigen. Haben wir selber noch nie so gemacht. Aber Plan ist es erstmal, sagen wir, die alten rauszupflücken. Hier kann man ungefähr schon mal sehen, wie es ungefähr werden soll. Gut, ob wir jetzt hier nachher genau in diesen Ecken ankommen, weiß ich natürlich noch nicht. Weil, ja, wir müssen mal schauen. Ne? Auch so Kantenbereiche werden wir wahrscheinlich nicht großartig bearbeiten. Wir werden wahrscheinlich irgendwo hier schon vor der Kante quasi kappen. Müssen auch schauen, vielleicht nehmen wir nur diesen Rand hier außen. Ne, den äußeren Rand hier. Müssen wir mal gucken. Wir tasten uns da mal langsam ran. Und dann schauen wir mal, wie wir da verbleiben. So, kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Wir kommen zu dem Sponsor des heutigen Videos, und zwar Fishing Clash. Wenn ihr Bock habt auf Angeln, aber nicht Bock in der Kälte zu sitzen, dann könnt ihr das wie ich machen. Ich sitze gleich an der Küste von Florida und bin fein am Angeln da. Das kann ich euch mal eben zeigen. Hier die verschiedenen Fischarten, die man fangen kann. Das sind gerade die in Florida. Da gibt's von Feuerfischen zu Schnappern, Haie, Makrelen, alles Mögliche. Und an der linken Seite kann man sich dann das Gebiet auswählen. Es gibt momentan 33 verschiedene Gebiete, die man mit dem Leveln oder mit dem Fangen von Fischen dann freischalten kann. So, dann zeige ich euch mal eben, wie man richtig angelt hier. Schmeiße ich mal die Rute aus und da habe ich auch direkt was dran. Da hageln die Punkte hoch. Man muss möglichst versuchen, das im mittleren Bereich zu halten, damit die Punkte sich stapeln und man schneller levelt. Und was habe ich da rausgezogen? Bäh, eine blaue Stachelmakrele, 3 Sterne. Ja, 214 Punkte, 1,5 Kilo, geht noch, geht aber auch besser. Natürlich gibt es von uns dann auch wieder einen Code, den blenden wir dann hier ein. Und dadurch bekommt ihr eine Stufe 3 Angel, einen mystischen Köder, die Pro-Lizenz in Florida, dass ihr da schneller Fische fangen könnt, mehr Punkte bekommt und Power-Ups, wodurch ihr größere Fische fangt. Dadurch kriegt ihr nochmal mehr Punkte, könnt schneller leveln, schneller neue Locations erreichen und neue Fische freischalten. Und durch die Angel könnt ihr auch viel mehr Fische als durch eine Stufe 1 Angel fangen. Und den Code aktiviert ihr, wenn ihr oben rechts auf das Menü drückt. Und dann seht ihr da schon Einstellungen, Errungenschaften und als drittes kommt da Codes. Da könnt ihr den einfach eingeben und schon bekommt ihr eure Belohnung. Wenn ihr Bock habt, auch Fishing Clash zu zocken, ein paar Fische zu angeln, guckt unten in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und ich werde mich jetzt nochmal vor den Kamin schmieren, ein paar Fische aus dem Meer ziehen und ja, vielleicht sehe ich euch dann ja beim nächsten PvP-Event und wir angeln gegeneinander. Schauen wir mal, ne? Da wurde einfach nur eine Pappe hintergelegt. Ja, und anschließend übergespachtelt. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Gerade Radhäuser sollten wir momentan nicht so machen. Ja, wir fangen jetzt erstmal an, Räder runterzubauen. Muss mal gucken, wie das aussieht mit Innenraum, weil da sind nämlich auch noch ein paar Polsterteile drin. Nicht, dass uns dann nachher auch noch in Flammen aufgeht. Catch-Tank und Co. ist auch noch drin geblieben. Tank auch. Wir schauen mal, wie weit wir da so kommen. Ja, hier haben wir auch im Radlauf. Hat wahrscheinlich bis heute auch noch keiner gesehen, dass da unten schon Blech fehlte. Und wieder irgendeiner was reingefuscht hat. Ja, das Ganze wird natürlich ziemlich zeitaufwendig. Ich schaue mal, dass ich so viel filmen kann, wie es so geht. Ich will natürlich auch noch ein bisschen was fertig kriegen. Das heißt, meiste Zeit werde ich alleine davor stehen. So, nun haben wir mal angefangen, den ganzen Krempel ein bisschen auszupacken. Es sind schon einige Ecken gemacht worden. Hier wurde schon was angepflegt, hier unten drunter wurde schon was angepflegt. Die Löcher wurden einfach zugemacht. So, hier war einfach drüber hergespachtelt worden, hat man gebürdelt, ist natürlich alles gerissen gewesen. Hier dasselbe, da kommt schon das innere Blech durch. Ja, hier hat man sich auch ein bisschen Mühe zu geben, sagen wir mal so. Hier ist schon ein neues Blech reingekommen, da ist ein neues Blech reingekommen, da ist ein neues Blech reingekommen, da ist ein neues Blech reingekommen. Ja, die tollen Sachen kommen zum Schluss, ne? Jetzt habe ich das eigentlich so weit ausgepackt, dass man mal sehen kann, wie weit wir überhaupt gehen wollen. Wie ist es denn überhaupt möglich, das Ganze wieder anzuarbeiten, ja, zu verzinnen und anschließend dann grundieren, lackieren, was halt im nächsten Step dann von unserem Lackierer gemacht wird.
der übrigens auch schon wartet auf das Auto. Ja, hier innen ist natürlich auch durch, das ist der Eingang quasi zum Schweller. Müssen wir auch mal schauen, ob wir das ordentlich zukriegen, weil das ist einfach wieder übergekittet worden. Ja, wenn ich jetzt sehe, das Wasser kommt hier rein, bleibt hier unten drin stehen und ist natürlich im Schweller drin. Am liebsten will ich natürlich nicht an die Radien rangehen, möchte möglichst versuchen, unter den Radien wieder zu beginnen. Muss ich schauen, ob das alles so umsetzbar ist. Wenn ich jetzt quasi mitten im Radius auftrenne, ist es nachher wieder schwierig, natürlich so eine schöne saubere Ecke herzustellen, dass nachher mit der Tür auch wieder sauber aussieht. Nicht? Wie gesagt, ich habe das nicht gelernt. Ich mache sowas, das ist für mich mein Hobby. Dauert natürlich alles einiges an Zeit. Darf man natürlich auch nicht vergessen. So, wie ihr seht, 2-3 Stunden weiter. Wir haben soweit alles vorbereitet. So, natürlich, wie es immer so kommt, was jeder auch immer meint, ist ja nur Schwellerschweißen. Hier ist nur der Radlauf. So, wenn man einmal angefangen ist, dann wird man auch ganz schnell feststellen, dass noch 150.000 Ecken mit betroffen sind. So, hat wieder mal folgenden Grund. Ich habe es beim Kadett genau das gleiche gesagt, wo viele Bleche übereinander liegen. Hier zum Beispiel auch. Hier kommt das untere, das innere Schwellerblech, das äußere Schwellerblech, alles zueinander. Wird punktverschweißt. Dazwischen versucht man natürlich immer einiges an Silikon oder was weiß ich für ein Kleber, was man damals verwendet hat, immer mit reinzudrücken. Logisch, irgendwann Fratze. So, wo Bleche aufeinander liegen, siehe auch hier, musste ich leider den ganzen Rand mit wegschneiden. Weil er war nicht mehr zu retten. Weil hier wäre jetzt eigentlich nochmal so ein Rand, der hochkant steht. Da unten liegt der teils mit. Man kann sich natürlich jetzt auch noch 4 Stunden länger damit beschäftigen und wirklich jeden Punkt dann suchen und aufbohren. Wie gesagt, hier war es absolut nicht mehr zu retten. Hier unten waren noch ein paar Bleche. Hier sind von innen schon mal Bleche neu gekommen. Hier hinten werde ich auch wahrscheinlich nochmal was machen müssen. Aber bis jetzt. Ihr kennt es vom Kadett auch ebenfalls, wo ich später nicht mehr dran komme und auch der Lackierer nicht. Die Stellen habe ich vorher mit Rostumwandler, also quasi erst den Rost bearbeitet, dann anschließend Rostumwandler drauf. Dann nochmal grundiert, weil das sind wirklich Ecken, da wird nachher kein Mensch mehr dran kommen. Und wo einmal Farbe ist, da erstmal kein Rost. Hochraumversiegelung ist auch ein Thema. Ja, jetzt werden natürlich auch viele sagen, ja, aber ich werde nachher wieder diese Kante nachher anschweißen an dem äußeren Rathausblech, klar, wird am punktuell die Farbe natürlich selbstverständlich hier und da auch verbrennen, aber der Großteil der Fläche ist definitiv geschützt. Ich sag von vornherein, es gibt mit Sicherheit ganz viele Leute, bestimmt auch Gelernte, die sowas, denke ich mal, fast alltäglich machen oder hobbymäßig schon 20, 30 Autos gemacht haben. Das jetzt so anzugehen, ist für mich jetzt das dritte oder vierte Mal. Hier und da mal ein bisschen Schweller schweißen, gar kein Problem. Großteils werden mittlerweile gar keine Bleche mehr ersetzt, sondern nur noch drüber gesetzt oder übergesetzt, nur ein paar 4 Punkte und anschließend wieder dickfett Farbe drauf. Ich finde es persönlich nicht gut. Ja, warum verzinnen wir hier viel? Ich werde jetzt hier an dem Blech quasi auch nicht allzu viel schweißen wollen. Ich hatte gedacht, so alle 2 Zentimeter werden wahrscheinlich so 2-3 gute Heftpunkte kommen. Natürlich muss ich schauen wegen Verzug, weil ich möchte nicht ganz so viel Hitze reinbringen, da ich dann nachher die Probleme habe, dass die Spaltmaße von den Türen oder die Türen allgemein nicht mehr ganz so schön passen. Auf jeden Fall werde ich die Heftpunkte dann auch so setzen, systematisch. Ich werde das Blech erst ansetzen, dann nur alle 10, 15 cm mal einen Heftpunkt setzen. Dann werde ich wieder bei 0 anfangen, dann setze ich bei 5 cm alle 10 cm
Also da ich immer die Temperatur, die ich reinbringe, relativ schnell wieder rauskriege und damit auch wenig, möglichst wenig Verzug nachher habe. So, ein neuer Tag. Die ganze Geschichte ist durchgrundiert erstmal vorab. Ja, schauen wir uns das Ganze mal eben ganz fix an. Und zwar, mein Plan ist jetzt erstmal, die Stellen, die ich nachher nicht mehr erreichen kann oder nicht mehr so gut erreichen kann, werde ich vorab reparieren und setze anschließend das Blech von außen drüber. So, welche Ecken meine ich? So, hier ist erstmal komplett alles durchgrundiert von innen. So, jetzt haben wir natürlich hier diese tollen Ecken hier. Und zwar hier unten, das ist komplett losgegammelt. Da werde ich jetzt das erste Blech schon mal einsetzen, dass ich hier hinten die Stabilität wieder reinkriege, die Last, die von oben quasi auf das Auto wirkt, auf den Schweller wirkt. So, ich werde jetzt hier dieses Stegblech quasi hier so erstmal wieder einsetzen. Dann mache ich erstmal den Teil, der hier unten fehlt, erstmal wieder neu. Somit kann ich dann erstmal wieder alles schön durchgrundieren und werde dann erst zum Schluss das äußere Blech ansetzen. Das habe ich auch soweit gerade schon vorbereitet. Werde ich mir nachher nochmal die, wenn dieses hier abgeschlossen ist quasi, werde ich mir den Unterboden nochmal anschauen. Da sind mir auch ein paar Stellen aufgefallen, die nicht ganz so tolle sind. Ich meine, erstmal sieht das super aus, diese Dickschicht-Scheiße hier. Problem ist nur, wenn die jetzt zum Beispiel zwei Bleche übereinander liegen, so wie hier zum Beispiel, da haben wir ein Blech, da haben wir das andere Blech. Dazwischen ist ganz häufig Bewegung. So, dann fängt das an, genauso wie hier außen auch, da haben wir auch eine angesetzte Kante. Wenn das Auto jetzt arbeitet zum Beispiel, kann es sein, dass hier und da mal zum Beispiel der Unterboden aufreißt. So, das ist das Gröbste und Schlechteste, was eigentlich nur geht. Die äußere Superunterbodenschutzpumpe reißt ein und das Wasser kann natürlich prima durch diesen Riss einlaufen. Problem ist bei dieser Pumpe, das Wasser kommt nicht wieder raus. Und zwar habe ich jetzt hier innen drin, also hinter diesem Blech, innen drin war ja alles weggegammelt, habe ich neues Blech eingesetzt, was bis hier vorgeht. Läuft hier vor, anschließend dann hier vorne das Blech schon mal eingeschweißt, die Rundung vom Schweller übernommen auf das Blech, damit wir hier wieder passend anliegen, wenn ich hier randrücke. So, dann habe ich das Ganze aber durchgrundiert wieder einmal, natürlich erst einmal Rostumwandler, anschließend grundiert. Das ist die Kante, die quasi von Anfang an quasi Rotte war, da. Ist ja quasi eigentlich eine Umkantung, die quasi genauso ausgebildet ist wie diese. Da wir jetzt aber nachher sowieso bürdeln müssen, das heißt, diese Kantung verschwindet wieder komplett nach innen, werde ich mal schauen, ob ich dieses den Kot hier hinter alles loswerde. Ansonsten werde ich hier vorne ein paar Heftpunkte machen, was allerdings, glaube ich, nicht ganz so gut ist, weil, wenn ich jetzt stellenweise Punkt schweiße, habe ich nachher während beim Bürdeln hier außen immer diese Punkte quasi durchdrücken. Das Blech dazwischen wird sich anders formieren, wie wo ich geheftet habe. Das heißt, es ist der Plan eigentlich vorab, das Blech äußerlich klar einzuschweißen. Hatten wir ja so oder so vor. Ja, soweit so gut. Sieht eigentlich alles gar nicht so schlecht aus. Hatte gedacht, es wäre ein bisschen aufwendiger, ist aber doch, Gott sei Dank, ein wenig einfacher geworden. Ja, das Blech habe ich unter diese vorhandene, den vorhandenen Radius, diese Rundung, wollte ich natürlich beibehalten, weil ich nicht möchte, dass ich nachher genau diese Kante wieder beischleifen muss, weil diese Kanten werden nachher nie so perfekt wie das Original. Deswegen habe ich 5 mm stehen lassen, konnte das Blech somit, weil das Blech leicht schon diese Kantung hatte, nach rum, habe ich die Kantung weggeschnitten und das Blech wunderschön, hoffe ich, wunderschön, hier fein reingeschoben, konnte es passend drücken, ziehen. Ihr seht, das Ganze ist auch ziemlich stabil, weil ich quasi vom inneren Radhaus schon relativ stramm dran liege. Eine kleine Ecke hatte ich ein bisschen zu viel weggeschnitten, aber ist auf jeden Fall noch machbar. Ja, jetzt geht es hier unten weiter, die Sachen hier gleich passend ranzudrücken. Wie ihr wisst, der ein oder andere, habe ich mir Anfang der Saison auch eine Schwalbe gekauft, eine KR51-2. Eine N in Biberbraun, Originallack. Kann ich gerne auch nochmal Videos drüber machen, wenn ihr da Bock drüber habt, drauf habt. Würde ich einfach separat nochmal vielleicht die Schwalbe von meinem Cousin filmen, was wir daran machen. Mal so ein paar Sachen wurden da auch ein bisschen verbastelt und verfuscht. Wenn ihr da Bock drauf habt, ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gucken wir uns das auch mal an. We'll be right back.
wie ihr seht, zweite Seite, erste Seite habe ich gestern schon gemacht. Wir müssen hier peu à peu immer weiter, nichts für alle nichts. Wie ihr seht, ich habe gestern schon mal mit der Zinnpaste alles schon mal vorbereitet für heute. Anschließend den Brenner einmal drüber, dann kann man das runterwischen. Selber habe ich es nicht gelernt, sage ich mir wieder vorab. Selbst habe ich es nicht gelernt, ich habe mir das auch ein bisschen angeschaut. Habe es gestern an der anderen Seite schon mal ausprobiert. Wir hatten vorerst das falsche Zinn, jetzt haben wir das richtige da. Und da steht mal die komplette Zusammensetzung drauf auf der Stange. In dem Fall ist es jetzt eine PB74 SN25 SB1. PB Blei 74%, Zinn ist 25%, SB ist Antium, glaube ich, 1%. Antium, ich müsste es selber jetzt nochmal nachschauen, googeln. Ich bin jetzt halt kein Chemiker, ne? Ich bin Handwerker, ne? Also diese ganzen Geschichten gehen mir so relativ am Arsch vorbei. Wichtig ist, dass es funktioniert. Kommen wir zum Brenner. Brenner, hier so einen handelsüblichen, können wir euch auch nochmal verlinken. Klappt echt super damit. Ist auch eigentlich ganz easy aufdrehen. Das, ganz einfache Sache. Sicherheit in dem Moment ist absolut Priorität, weil beim Schmelzen von Zinn und Blei entstehen Gase. Gerade Blei ist so eine Geschichte. Dazu Maske, ganz wichtig. Hier nochmal zum Weichlot, zu der Zinnpaste. Das ist die Vorbereitung. Ist erstmal so gräulich, ganz dünn aufstreichen, einfach nur, da ist so viel Zinn drin. Beim Erwärmen wird man merken, wird auf einmal die Unterfläche, die fängt an so zu schwitzen. Und dann kann man das einmal abwischen und sieht, die Fläche schon mal vorverzinnt. Sehr hilfreich, muss aber auch gemacht werden, weil wenn man diese Flächen nicht vorverzinnt, wird man merken, dass das Zinn einfach, man kann das einfach wieder abziehen. Werde ich nachher an ein paar Stellen auch nochmal zeigen, hier ist zum Beispiel nichts draufgekommen, hier ist nicht verzinnt. Hier ist wieder verzinnt. Würde ich sagen, jetzt starten wir das Ganze mal. So, der Ton ist jetzt natürlich ein bisschen beschissen. Aber ich schaue mal, ob ich das ein bisschen filmen kann für euch. Wie ich das ungefähr mache. Man muss da so ein leichtes Gespür für entwickeln. Wann das die Oberfläche so weit ist und die Zinnstange so weit ist, dass es aufgetragen werden kann. Ja? Schneller erwärmen. Da sieht man auch irgendwann, dass es ein bisschen anfängt zu schwitzen. Weil mir die Zinnstange noch ein wenig warm. So. Ja, bei dem Ganzen merkt man sofort, ob man zu warm arbeitet oder zu kalt. Zu kalt kriegen wir keine Bindung, logisch. Und zu warm läuft die Scheiße einfach wieder runter. Ja, mit dem Brenner kann man immer wieder die Stelle ein bisschen anwärmen, anlöten quasi. Sieht natürlich erstmal scheiße aus, aber es beim Spachteln genau dasselbe. Man bringt erstmal reichliches Material auf, um das daher. In dem Fall kann man es natürlich schön mit dem Holzteil schön spachteln und andrücken. Ja, und so geht man jetzt Beule für Beule vor, ja. Ich glaube, guckt euch die Kamera noch näher hole, dann zeige ich euch das eben kurz. So, sieht jetzt ganz schön bescheuert aus. Wie gesagt, warum das so ist, zeige ich euch sofort. So, kommen wir nun zum Hübschmachen dazu. Ein Hartholz, getränkt mit schön Leinholzöl, damit der ganze Zeug nicht pappt. Jetzt ist die Kunst dabei, die passende Temperatur zu finden, was eigentlich auch nicht ganz so leicht ist. Weil es zu heiß, läuft alles weg. Es ist zu kalt, lässt sich nicht verschleifen. Also da muss man ein bisschen ausprobieren. Da kann man jetzt schon sehen, da war schon die passende Temperatur. Und dann ist es flüssig, aber geht noch.
So, das Ganze haben wir jetzt ein bisschen breiter und großflächiger ausgestrichen, weil wir ja genügend Substanz haben müssen zum Ausschleifen. Deswegen haben wir jetzt etwas mehr aufgetragen, habe ich auch schon erklärt gehabt. Mehr auftragen ist wie beim Spachteln, viel auftragen. Und man wird auch feststellen, wenn man nicht genug aufträgt, muss man dementsprechend auch deutlich mehr nachspachteln. Na, wie gesagt, es ist wie so eine Torte verzieren. Man streicht das Ganze vorher grob aufgetragene. Streicht man nachher mit dem Hölzchen deutlich schöner sauber. Ne, den Punkt zu finden, wann es wirklich zum passenden ist, muss man sich etwas rantasten. Ganz logisch. Ist auch immer abhängig, wo ihr es macht, ob ihr es draußen macht, im Sommer macht, im Winter draußen drin. Reagiert immer anders. So, hier habe ich nämlich schon mal ganz grob geschliffen. Das war gestern. Das habe ich einmal grob mit der Fächerscheibe einmal schon mal etwas begradigt, dass die groben Rückstände alle runterkommen. Feinheiten, wie gesagt, macht der Lackierer. Also da ist jetzt auch noch reichlich drauf. Ne, hier, das ist der Streifen. Ne, rucki zucki ist natürlich auch Rost wieder da, weil wir natürlich auch die Bleche dementsprechend sehr sauber gehalten haben. Ja, wie gesagt, viel Spachtel aufgetragen oder nicht Spachtel, aber eher Zinn. Wie gesagt, Feinheiten schleift er heraus. Ich denke mal, wir sind jetzt noch so 2 mm breiter wie die Grundsubstanz. Kann man jetzt wahrscheinlich über die Kamera nicht erkennen. Habe ich natürlich ein bisschen beigeschliffen, da das nicht ganz so viel ist zum Schleifen per Hand. Ein paar Ecken, klar, muss ja noch der Lackierer noch ein bisschen ausmerzen. Hier nochmal so ein paar Ecken vom Vorbesitzer. Wollen wir nicht alles losnehmen, weil ich vermute, hier sind noch einige Stellen drin. Unser Auftrag war erstmal nur Radläufe hinten. Machen wir natürlich auch und denke, jetzt fuddel ich hier noch eine Runde weiter. Dann würde ich sagen, zeige euch nachher nochmal eben kurz das Bördeln, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Ob es fachlich natürlich korrekt ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich werde hier hinter die Fuge, habe ich auch schon mal erklärt, hinter die Fuge richtig schön dickfett eine Sikaflexnaht reinlegen. Hat nur den Grund, wenn ich nachher bördel, dass die Bördelkante komplett in Sika liegt. Oder in einem anderen x-beliebigen Klebstoff, je nachdem, wie man Lust und Laune hat. Und ich denke, normales Silikon ist jetzt nicht so der Burner. Ja, dann werde ich hier die Kante quasi hinter komplett ausfüllen mit Sikaflex. Und das dann passend gleichzeitig quasi bürdeln, dass die Bürdelkante direkt in Mischung liegt quasi, dass da gar nicht erst wieder Wasser hintertreten kann. Dann ist man definitiv auf der sicheren Seite und man hat Ruhe. Ja, wie viel bürdeln wir? Ich denke, wir werden die komplette Kante oben, sagen wir von ungefähr hier bis ungefähr hier, komplett reindrücken. Weil die Räder sind ja doch schon relativ, also für so eine Karosse doch schon relativ groß. Ich meine, so wäre jetzt ein bisschen Luft, aber das ist natürlich sehr gefährlich, wenn das Rad mal einfedern sollte und sich an so einer scharfen Kante komplett aufschneidet. Längs ist das nicht so pralle. Das Verzinnen ist weit durch. Ich habe jetzt mal eine ganz dünne Schicht Grundierung aufgetragen, damit mir nicht jetzt die ganze Karosse wieder anfängt zu gammeln. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, ich habe jetzt nur einmal ganz dünn grundiert. Hat nur den Grund, das Zinn an sich rostet nicht, aber natürlich die Bleche links und rechts, weil da wird natürlich heiß. Da ist die Farbe kaputt gegangen und durch den Brenner ist ja auch ein bisschen Feuchtigkeit in der Flamme. Das ist quasi schon der Auslöser, warum theoretisch schon direkt Rost entstehen sollte. Ne, wie gesagt, der ganze Streifen wird halt noch einmal geschliffen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ihr konntet einigermaßen viel mitnehmen aus diesem Video. Vielleicht habe ich den einen oder anderen ja auch dazu überzeugen können, dass Verzinnen nicht das Schlechteste ist. Quasi, ja, jetzt würde ich sagen, ich mache mir noch ein paar so kleine Teile, Blecharbeiten, wie auch immer. Hoffe, dass ihr viel Spaß beim Zuschauen hattet. Wie gesagt, schaut bei uns im Erstkanal auch vorbei. Unser Shop ist natürlich jederzeit für euch natürlich offen. Jetzt auch neu im Shop. Cappies, ganz wichtig, muss man haben. Bleibt mir gesund, schau mit vor. Video ist vorbei, aber ihr habt noch was zu tun. Unten in der Videobeschreibung Fishing Clash. Wenn ihr Bock habt, geht eine Runde angeln. Macht auf jeden Fall Bock. Nutzt unseren Code, Stufe 3 Angel, mystischer Köder, Pro-Lizenz und Power-Ups. Los geht's!